Herzlich willkommen zu 5 Minuten Buch. Wir freuen uns ganz besonders, dass Dorothee Nolte uns wieder ein neues, inspirierendes Buch vorstellt. Rahel Warnhagen, Lebensbild einer Saloniere. Am 19. Mai 1771, vor 250 Jahren, wurde sie geboren. Sie war nicht die erste und nicht die einzige. Aber sie wurde und blieb die berühmteste Saloniere Berlins. Warum? Sie hatte beides, Sense and Sensibility. Einen brillanten Verstand und die Gabe des Verstehens. Lebte als Frau und Jüdin in den Beschränkungen ihres Standes und bewegte sich gleichzeitig auf kritischer Augenhöhe mit den illustren Geistern ihrer Zeit. Auch schriftlich. Zwar hat sie nie für die Literatur geschrieben, doch hat sie den Roman ihres Lebens, diesen einzigartigen Kosmos der Rahel, tagesaktuell auf tausenden von Briefseiten verewigt. Ich liebe unendlich Gesellschaft und von je und bin ganz überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, um aufzufassen, zu antworten, zu behandeln. Großen Sinn für Naturen und alle Verhältnisse. Verstehe Scherz und Ernst. Und kein Gegenstand ist mir bis zur Ungeschicklichkeit fremd, der dort vorkommen kann. Ich bin bescheiden und gebe mich doch preis durch Sprechen und kann sehr lange schweigen. Und liebe alles Menschliche, dulde beinahe alle Menschen. Ja, diese Worte über sich selbst hat Rahel Levin van Hagen geschrieben, da war sie 42 Jahre alt und sie schrieb es in einem Brief an den Dichter Clemens Brentano. Zu dem Zeitpunkt, 1813, hatte sie bereits sehr viel Erfahrung mit Gesellschaft, denn sie hatte seit den frühen 1790er Jahren bis 1806 in Berlin, in der Jägerstraße am Gendarmenmarkt, einen berühmten Salon geführt, der allerdings nicht Salon hieß. Man lud damals zum Tee, zum Kränzchen, zum Freitag. Die Damen, die damals einluden, überwiegend jüdische Frauen, gestalteten ihre Gesellschaften unterschiedlich. Rahel jedenfalls hatte die, wenn man so will, die unkonventionellste Gesellschaft und sie war, so denke ich zumindest, die brillanteste von allen Salonieren, die sich nicht so nannten damals. Ja, ich freue mich sehr, dass ich meine kleine Biografie von Rahel van Hagen hier in dieser schönen Reihe, 5 Minuten Buch, vorstellen darf. Und es ist nämlich das vierte Buch in einer Reihe, die ich geschrieben habe. Und ich nenne diese Reihe mein kleines preußisches Freigeister-Quartett. Dazu gehört Wilhelm und Alexander von Humboldt und dazu gehört Fürst Pückler. Und Rahel van Hagen gehört unbedingt in die Reihe dieser Freigeister. Ihr war das allerdings nicht so in die Wiege gelegt wie manch anderem. Wilhelm und Alexander von Humboldt haben eine wunderbare Bildung erfahren in ihrem Hause. Rahel als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie, für sie war das nicht vorgesehen, dass sie ein Leben führen sollte, wie sie das dann geführt hat. Ich lese kurz mal einige Passagen aus meinem Buch dazu. Die junge Rahel merkt schnell, für Juden gelten andere Regeln als für Christen und für wissbegierige Mädchen andere als für Jungs. Rahels Brüder besuchen höhere Schulen oder absolvieren eine kaufmännische Ausbildung. Für die Töchter dagegen ist keinerlei Schulbesuch vorgesehen. Dabei hat sie ein unaufhörlich arbeitendes Gehirn. Rastlos denken ist ihr die einzige Pflicht, das einzige Glück. Wo soll sie Futter für ihren Kopf herbekommen? Ich bin wie in einem Walde aufgewachsen, schreibt sie im Rückblick. Mir wurde nichts gelehrt. Schreiben lernt sie zunächst in hebräischen Buchstaben. Einigen Unterricht zu Hause wird es gegeben haben, denn Rahel lernt Französisch, Englisch und Italienisch, Klavierspielen und Geige. Und sie arbeitet sich sogar in die höhere Mathematik ein. Mit 20 Jahren hat sie schon Rousseau, Shakespeare, Lessing, Dante, Diderot und Montaigne gelesen. Der Wald, in dem sie angeblich aufgewachsen ist, ist also eine rahelsche Zuspitzung. Und auch wenn ihre eigene Familie nicht viel Wert auf literarische Bildung legt, so tun es doch die jüdischen Familien, mit denen sie befreundet ist. Sie muss ja nur aus der Tür treten und wenige hundert Meter gehen, und schon ist sie bei Mendelssohns oder Herzens.
Ja, die Mendelssohns und das Paar Herz, Markus Herz und seine Frau Henriette, das waren wichtige Menschen für sie, insofern als sie dort die gepflegte, gesellige, literarische Geselligkeit kennenlernen konnte und ihre eigenen Fähigkeiten trainieren konnte, mit sehr klugen Menschen kluge Gespräche zu führen. Es geht ihr nämlich immer um die Wahrheit. Sie sagt es einem ihrer Bekannten, schreibt sie schon sehr früh, sagt sie, ich kann nicht umhin, Ihnen zu sagen, dass je näher man sich mit mir einlässt, je mehr Wahrheit man von mir hört. Geistesfreiheit ist Rahels höchstes Ziel. Auf das Selbstdenken kommt es an, schreibt sie einem Freund. Ihre klugen Freundinnen halten sie, wie sie weiß, für hart und ohne Schonung in Gesellschaften, aber sie ist entschlossen, überall weiter zu sagen, was sie denkt. Ihre direkte Art, ihr scharfer Geist, führt bei manchen Leuten zu Irritationen. Sie können's mir nicht vergessen, dass ich zu meinen 14 Jahren witzig war. Witzig ist hier gemeint im Sinne von geistreich. Sie fürchten mich, weil sie mich für klug halten, analysiert Rahel mit Anfang 20. Ein paar Bonmots sind ihnen von mir zu Ohren gekommen und nun ist ihnen jeder Blick aus meinen unglücklich tief liegenden Augen zuwider und verdächtig. Und was diesem Hass den rechten Schwung gibt und ihn, so unbedeutend ich bin, frisch erhält, ist, dass sie mich keiner Grobheit zeihen und mir keinen schlechten Streich nacherzählen können und doch sehen, dass ich mir nichts aus ihnen mache. Ja, diese geistige Unabhängigkeit und Freiheit muss man sich erarbeiten. Und das tut sie im Gespräch mit ihren vielen Bekannten, von denen viele heute berühmt sind, damals ist zum Teil noch nicht so waren, Autoren der Romantik wie Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck, aber eben auch die jungen Brüder Humboldt kommen zu ihr. Und mancher sagt sogar, dass die Gesellschaften bei ihr, Stichwort unkonventionell, ein Nachttee zum Teil genannt, also geradezu anrüchig gewesen seien. Da gibt es Zitate, die das sagen, sie habe mit Wüstlingen beiderlei Geschlechts zu tun. Nun gut, sie hat auf jeden Fall auch prominente Gäste, wie etwa den preußischen Prinzen, Prinz Louis Ferdinand, der dort eine Liaison mit ihrer Freundin Pauline Wiesel eingeht und führt ein sehr lebendiges Leben bis etwa 1806, wo mit dem Einmarsch von Napoleon sich sehr viel verändert, auch Geldprobleme einziehen und sie nicht mehr in der gleichen Weise empfangen kann wie vorher. Glück in der Liebe hat sie über lange Zeit nicht. Ein Graf, mit dem sie sich heimlich verlobt hat, der zieht dann doch zurück, denn eine Jüdin ist ja doch ein Problem, wenn man die heiratet als preußischer Adliger. Und auch andere Beziehungen scheitern. Sie wird erst relativ spät heiraten, mit 43 Jahren den Publizisten und Diplomaten Karl August Varnhagen von Ense. Der ist sehr wichtig insofern, als er sie verehrt und jedes Wort von ihr am liebsten mitschreiben und der Nachwelt erhalten würde. Und überhaupt können wir ihm sehr, sehr dankbar sein, denn ohne ihn gäbe es gar nicht dieses riesige Briefwerk, was wir noch von ihr haben. Karl August Varnhagen von Ense hat sich nämlich nach ihrem Tod und schon während ihrer Lebenszeit bemüht, möglichst viele ihrer Briefe zu sammeln. Und er hat auch einige davon schon, einen kleinen Teil davon, schon kurz nach ihrem Tod tatsächlich herausgegeben, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Und einen großen Teil der Briefe, die heute in Krakau, kriegsbedingt in Krakau, gelagert werden, dieser Nachlass, der ist eben von ihm gesammelt worden. Ohne dies wüssten wir gar nicht oder wüssten wir nur teilweise, was für eine geniale Schreiberin sie war. Sie sind auch ähnlich in ihrem Denken, in gewisser Weise ähnlich in ihrem Denken, jedenfalls was die liberale Grundhaltung angeht. Das zeigt sich in den Befreiungskriegen 1813, wo viele Deutsche, auch ehemalige Gäste, zum Nationalismus beginnen zu neigen und auch zum Antisemitismus. Dazu möchte ich gerne ein Zitat vorlesen, was Rahels Geisteshaltung deutlich macht. Rahel und Varnhagen finden Patriotenwut, so nennen sie es, abscheulich. Dass wir Deutsche heißen und sind, ist eine Zufälligkeit. Und die Aufblaserei, dies so groß hervortreten lassen zu wollen, wird mit einem Zerplatzen dieser Torheit endigen, schreibt Rahel. Und sie hofft, es wird eine Zeit kommen, wo Nationalstolz ebenso angesehen wird wie Eigenliebe und andere Eitelkeit und Krieg als Schlägerei.
Im Krieg flieht sie nach Prag, pflegt dort mit großer Hingabe Verwundete bzw. organisiert Kleidung für sie. Sie gründet in Prag ein richtiges Wohltatsbüro, wie sie es nennt, also eine eher ungewöhnliche Betätigung für eine Frau, die bisher eben keinen Beruf haben konnte und sich überwiegend über Briefe schreiben und Gesellschaften definiert hat. In der Ehe mit Varnhagen, der ihr ganz viel Freiheit lässt, das ist eine sehr freie Ehe, ist sie allerdings, wird sie natürlich definiert über ihn. Darüber beklagt sie sich auch. Sie ist jetzt Diplomatengattin in Karlsruhe zum Beispiel und schreibt: Von mir ist gar nicht mehr die Rede. Das heißt, was aus mir hervorgehen könnte, findet keine Beziehung. Alles, was mich berührt, bezieht sich nicht auf mich, alles nur auf Varnhagen und dies auf sein Amt, seine Position. Sie wird definiert über ihren Ehemann und das stört sie natürlich. Und sie schreibt über die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Es ist Menschenunkunde, wenn sich die Leute einbilden, unser Geist sei anders und zu anderen Bedürfnissen konstituiert. Und wir könnten ganz von des Mannes oder Sohnes Existenz mitzehren. Das heißt, sie spricht sich aus für die Emanzipation der Frau einerseits, aber auch für die Emanzipation der Juden. Das ist ein anderes großes Thema, haben wir jetzt hier nicht die Zeit, ausführlich zu behandeln. Aber 1819, als Unruhen ausbrechen, die sich gegen die Juden richten, Hep-Hep-Unruhen genannt, da schreibt sie ganz, ganz grenzenlos traurig, wie sie sagt. Sie ist grenzenlos traurig wegen der Juden. Was soll diese Unzahl Vertriebener tun? Behalten wollen sie sie, aber zum Peinigen und Verachten, zum Judenmauschel schimpfen, zum kleinen, dürftigen Schacher, zum Fußstoß und Treppen runterwerfen. Die Gesinnung ist's, die verwerfliche, gemeine, vergiftete, durch und durch faule, die mich so tief kränkt, bis zum herzerkaltendsten Schreck. Ja, Rahel ist selbst vom Judentum zum Christentum übergetreten. Das musste sie, um Karl August Varnhagen zu heiraten. Aber sie war auch selbst religiös nicht sehr gebunden. Sie war eben ein Freigeist. Was sie uns aber, glaube ich, auch heute noch mitgeben kann, ist die, sag ich mal, diese Pflege der Gesellschaft über die Grenzen von Stand, Religion, Nationalität hinweg. Identitäten oder wie auch immer wir es heute nennen würden. Das Entscheidende für Rahel war der freie geistige Austausch. Und der kann überall stattfinden. In einer Dachstube, Studierenden-WG oder im Palais. Das Feuer des Geistes, das Ringen um Wahrheit, ist weder an repräsentative Räume noch an das Portemonnaie der Gastgeber gebunden. So wie Rahel den revolutionären Heinrich Heine und den erzkonservativen Friedrich Gentz zu schätzen wusste, beide auf ihre Art, so würde sie heute vermutlich sagen: Ein Salon passt in die kleinste Hütte. Überall, wo vorurteilslos, neugierig, offen miteinander gesprochen wird, wo die Mischung der Gäste zählt und nicht ihr Status, wo Fremde freundlich aufgenommen und mit Interesse angehört werden, da ist Salon, da ist Rahel.